Einen wunderschönen, da bin ich auch schon wieder, euer Odin, und ich begrüße euch zu einem neuen Hardware-Video vom Tribit Aqua Easy. Ich muss mal hier, meine Kamera ist halt nicht mehr so, die sollte eigentlich hier sein, aber irgendwie ist die, Moment. Ja, ich habe mal die Schrauben nachgezogen, damit das hier nicht alles locker ist. So, wie gesagt, wir wollen uns den Tribit Aqua Easy angucken. Im Unboxing habe ich schon gesagt, Verpackung, naja, in echt sieht er viel schöner aus. Wir gucken uns gleich nochmal richtig an. Wir haben halt ein USB-C-Kabel mit bei zum Laden. Eine Anleitung in verschiedenen Sprachen, die wir eigentlich nicht brauchen. Weil das ist garantiert alles wieder selbsterklärend. Und dann haben wir hier auch noch so eine Pappe mit bei, wo dann auch nochmal die wichtigsten Sachen drauf erklärt sind, aber halt nicht in Deutsch. Und der ist ganz wichtig, IPX7 Wasserschutz, wassergeschützt. Mensch, also Standard ist IPX7. So, wir haben den jetzt schon uns ja im Unboxing angeguckt. Ich gucke mir jetzt im Hardware für die Leute, die Unboxing nicht geguckt haben, nochmal genauer an. Wie gesagt, der hat keine scharfen Ecken, Kanten, sonst irgendwas. Ich finde das echte Produkt viel schöner als das auf der Verpackung, muss ich sagen. Auch mit dem leichten Babyblau, mit dem abgeschrägten Display und hier das leuchtet. Dann ist hier so, ja, hier so ein bisschen gummifestigtet hier oben an. Hier ist Plastik. Wir haben 4 Gumminippel, dass man halt schön fest steht. Wir haben ein Band, um den an einen Haken anzuhängen. In der Dusche zum Beispiel, neben der Wanne oder was weiß ich. Wir haben hier Knöpfe. Im Gegensatz zu normalen Bluetooth-Boxen ist es nicht gedrückt halten anmachen. Wir brauchen hier nur einmal drücken und der geht an. Battery 60%. So. Und dann können wir hier mit dem Drücken Licht anmachen und dann halt in verschiedenen. Ja, hier können wir die Lautstärke machen. So, aus. Und hier drückt halten. Nix. Hier drückt halten, passiert. Nix. Ah, hier. Jetzt geht er aus. Wieder an. Battery 60%. Ja, man muss halt warten, bis er an ist. Da kann man nicht gleich, wenn er angeht, gerade ausmachen. Doch, geht. Doch. Hat er erkannt. Aber geht trotzdem erstmal an. Battery 60%. Entschuldigung, ich muss erstmal kurz, also hier blinkt es, das denke ich mal heißt, dass der Bluetooth-Sender gerade sucht. Ah, da haben wir sie doch schon. Tribit, koppeln, zulassen. Ach, guck mal an, der hat auch gleich die Daten aktualisiert und hat die aktuelle Uhrzeit. Also die braucht man nicht einstellen, die hat er denn dadurch, dass wir den mit Bluetooth koppeln. Ist ja wie im Autoradio. Okay, und dann gehen wir mal auf Spotify. Und gucken mal bei Spotify Nemesis, weil das kann ich hören, ohne dass es Content gibt. Nemesis Mythos Barbarossa. Thank you.
Gut, das geht auch ziemlich schnell. Klingt aber schön hier. Ah, okay, das ist nicht unabhängig voneinander. Wenn ich hier laut und leise mache, geht es im Handy laut und leise. Wenn ich Handy laut leise mache, geht es hier laut leise. Also der Ton hört sich ganz gut an. Wir können ja mal gucken, ob wir vielleicht doch mal der LED was ein... Ich finde das aber mit dem Aqua, mit dem Rainbow, ich weiß es nicht. Früher war ich eigentlich nicht so der Freund von Rainbow oder mehreren Farben. Ja, da habe ich dann Türkis gelassen und fertig war. Aber momentan finde ich eigentlich mit so einem Rainbow-Effekt eigentlich immer am geilsten. So, Musikmode. Phone-Mode, also wir können auch Anrufe entgegennehmen. Lautstärke erhöhen, Lautstärke wieder weiter, was? Halten. Drücken, einschalten. Akku schwach, achso, hier wird auch dann ausschalten. Eine Sekunde lang drücken und halten. Erzwungene Abschaltung. Drücken und halten Sie für die Bluetooth-Taste eine Sekunde lang. Lautsprecher wechseln. Zweimal drücken. Wiedergabemodus für Micro-SD-Karte. Was soll denn hier eine Micro-SD-Karte sein? Ach, hier! Hier können wir so eine Micro-SD reinmachen und hier ist der USB. Ah, das ist ja geil und auch schön dick, alles schön geschützt. Und hier steht auch Aqua Easy. Das ist cool. Also das ist so ein Feature, was mir gefällt. Zwei Bluetooth-Speicher, 8 Bluetooth-Geräte. Also 8 können wir speichern. Für Phone Mode plus minus. Stereo-Mode. Wir können auch zwei koppeln miteinander. Also wenn ich jetzt noch einen hätte, könnte ich die jetzt nebeneinander machen und mit meinem Handy, also einen mit dem Handy verbinden und die beiden verbinden sich. Und dann habe ich einen Stereo-Mode. Das ist auch cool. Und das war's schon. Also kann man die LED, so wie es aussieht, nicht ändern. Ist aber auch nicht wild. Der Ton ist sehr gut. So, wir gucken mal. Oh. Ja, nochmal hier der mal Schrei. Das ist richtig cool. Aber auch Stimme hört man gut. Also man hört auch die Stimmen sehr gut. Und jetzt machen wir mal diesen erzwungenen Schnellstart. 1, 2. Ah, da geht's aus. Aber das Display bleibt an. Und jetzt ist richtig aus. Ah, okay. Also wenn wir zweimal drücken, geht das aus, dass keine Musik mehr kommt. Aber das Display wegen Uhrzeit bleibt an. Das ist vielleicht im Badezimmer ganz interessant. Und ich finde es halt echt gut, mit, dass es schräg ist. Hier. Ja, also man hat das, hängt das ja dann so an. Ja. Und dann sieht man das nicht gleich so. Und wenn man es dann halt in der Nähe vom Waschbecken hat und dann dort höher hängt, dann sieht man das halt. Also finde ich ganz cool.
Gefällt mir. Gefällt mir sehr gut. Verarbeitung, super. Ton ist, liegt im Auge des Betrachters, also jeder hat ja ein anderes Empfinden, aber mir gefällt der Ton, also Bass kommt gut rüber, Instrumente kommen gut rüber, Stimme kommt gut rüber und kann man ja am Handy auch, wenn man einen Equalizer einstellt, kann man das ja auch nochmal variieren, logischerweise. Oder von Rock auf Pop umstellen oder was weiß ich. Ja, also ja, mit dem Band gefällt mir ganz gut, IPX7 fähig, wir können eine SD-Karte reinmachen, wir haben USB-C. Weg von diesem Mini-USB endlich. Jetzt nach und nach kommt auch bei den normalen Geräten USB-C überall, dass man nicht so viel Kabel rumfliegen hat. Die Beleuchtung mit Rainbow gefällt mir auch, dass jetzt hier so ein bisschen milchig ist. Ja, und dann trotzdem schön klare Farben kommen, finde ich sehr gut. Und wie gesagt, die Verpackung, das Bild aus der Verpackung finde ich jetzt ehrlich gesagt nicht so pralle. Ja, da sieht es nicht so toll aus. Das in echt, also wenn man es hier vor sich liegen hat, sieht es wesentlich schöner aus. Ist mein Empfinden. Ich muss aber hier mal jetzt wegpacken, was ich das, werde ich dann im Badezimmer, werde ich den dann hinhängen. Weil der andere ist mir kaputt gegangen. Der scheint hier auch stabiler zu sein. Der scheint was abzukönnen. Na, mal gucken. Ich werde den jetzt mal die nächsten Tage und Wochen testen. Die große auch. Ich werde den dann auch mit Alexa verbinden im Flur. Ja, kannst du ja auch machen. Und dann kann ich mir im Flur im Echo was anmachen. Und dann, wenn das an ist, dann kommt das dann halt hier. Dann brauche ich halt nicht mein Handy ins Badezimmer nehmen. Dann sage ich A-Punkt, mach mal das und jenes. Und dann kommt das hier schon an. Ja. So, nichtsdestotrotz würde ich mich jetzt verabschieden. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, Däumchen wären Träumchen. Wenn ihr Fragen habt dazu, in die Kommentare posten. Ich werde euch natürlich zu Amazon und gucken, wo ich noch finde, ein paar Verlinkungen unten reinballern. Bis dahin, ahoi, sagt euer Odin.